Den Golfschwung ganz einfach erklärt. Bleibt dran, wir starten jetzt. Hallo, mein Name ist Christoph Bausig von Progressive Golf Video. Auf meinem Kanal geht es um Golf und darum, wie du dein Golf verbessern kannst. Und wenn du in Zukunft nichts mehr versäumen möchtest, würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und die Notifikationsglocke daneben klickst. In dem heutigen Video möchte ich dir den Golfschwung so einfach wie möglich erklären, damit du einen allgemeinen Überblick bekommst, wie ein Golfschwung zum Ausschauen hat. Vielleicht kommst du ja auf ein paar Sachen drauf, die dir helfen können, um besser zu schwingen und den Ball besser zu treffen. Der Golfschwung, den ich dir heute erkläre, ist für mich ein sogenannter Standard-Golfschwung. Also er ist methodenfrei, hat keine besonderen Stile und das sind Sachen, die ich dir jetzt zeige, die mehr oder weniger in jedem vernünftigen Golfschwung vorkommen. Aber starten wir mal mit der Ballposition. Wo soll der Ball liegen? Ich bin der Meinung, dass der Golfball irgendwo zwischen Mitte stand und irgendwo gegenüber von der linken Achselhöhle liegen soll, also irgendwo in diesem Bereich hier. Man muss das ein wenig testen, damit man sieht, was am besten funktioniert. Aber einen Ball rechts der Mitte sehe ich eigentlich nie bei guten Spielern. Also meine Präferenz ist, der Ball liegt gleich links oder Mitte. Wir nehmen uns zum Stand ein. Bei den Eisen vor allem möchte ich, dass die Wirbelsäule nicht wahnsinnig weit nach rechts geneigt ist, also relativ neutral. Über den Griff gibt es ja bereits ein Video von mir hier auf YouTube. Hier oben kannst du die Infokarte eingeblendet sehen und da kannst du das Video finden, wo ich den Griff erkläre. Der Schaft ist relativ neutral oder leicht nach links geneigt. Da gibt es jetzt für mich keinen Maßstab, aber was ich nicht möchte, ist, dass das exzessiv nach links geneigt ist oder exzessiv nach rechts geneigt ist. Also Mitte bis leicht links ist für mich vollkommen ausreichend. Beginnen wir mit dem Schwung. Wie beginnt der Schwung? Ich mag es ganz gerne, dass zuerst, bevor der Schwung startet, mein ganzer Körperdruck ein wenig nach links geht. Also ich bewege mich ein bisschen nach links und verwende das, um mich abzufedern, um in die rechte Seite zu starten. Noch einmal, ich gehe ganz kurz nach links, um in die rechte Seite zu starten. Und jetzt siehst du, dass mein Becken sich ja vielleicht so ein kleines Stück nach rechts bewegt hast. Und das finde ich okay. Wenn das mehr ist, bekommt man Probleme mit einem sogenannten Sway. Das würde ich dann nicht empfehlen, aber ein klein wenig rechts kann das Becken sich bewegen, mag ich auch ganz gern. Und ich beginne jetzt mehr oder weniger mit den Schläger, mit den Händen, mit dem Oberkörper und auch die Füße gehen bereits jetzt schon mit. Das Knie geht normalerweise ein wenig hinein, das rechte Knie beginnt sich ein wenig zu strecken bereits. Die linke Schulter, siehst du, geht sofort hinunter. Damit wird meine Schulterebene eher steil. Was falsch wäre, ist, wenn ich die Schultern flach drehe oder mein Becken flach drehe. Das ist sehr schlecht. Also du siehst, dass ich eine gewisse Neigung habe, hier in der Schulter und auch im Becken. Und das ist sehr, sehr wichtig für einen guten Golfschwung. So, du siehst hier bereits den blauen Stecken, der die Ballziellinie darstellen soll. Und hier gibt es auch einen roten Stecken und der ist dazu da, damit du siehst, wenn man den Aufschwung begonnen hat, wo ungefähr der Schläger ist, wenn der Schaft parallel zum Boden ist. Und zwar kannst du sehen, dass der Schläger, wenn er parallel zum Boden ist, ungefähr 10 cm circa vor meinen Fußspitzen ist und parallel zur Ballziellinie. Das ist die Position, die ich circa suche, wenn ich in halben Aufschwung, also wenn der Schaft parallel zum Boden ist. Ein häufiger Fehler, den Amateurgolfer machen, ist, dass sie in der Phase viel zu stark hier hineinschwingen und von dort können sie dann nur mehr noch über die Schulter drüber kommen, mehr oder weniger, und Fehlschläge produzieren. Auch ist es nicht richtig, den Schläger gerade zurückzuführen. Das führt zu einer viel zu steilen Schwungbahn und so kann man den Ball auch nicht wirklich gut treffen. Also nochmal zur Wiederholung. Wir bewegen den Schläger in so einer kleinen Halbkreisbewegung durch die Körperdrehung circa hierher. Und jetzt siehst du hier, dass meine Schlagfläche nicht gerade den Himmel rauf zeigt, sondern ein wenig runter zeigt. Ein wenig runter zeigt. Das ist wichtig, damit man auch den Ball später gut trifft. Ich möchte nicht die Schlagfläche bereits hier offen haben. Ich zeige dir noch einmal ganz kurz den Aufschwung von vorne. Also ich beginne hier
Und du siehst auch, dass mein rechter Ellbogen sich schon ein wenig von der Brust gelöst hat. Ich finde es nicht gut, wenn man hier dran bleibt. Man ist dann hier viel, viel zu eng. Ist man nun hier angekommen bei Schaftparallel, der Schläger passt, die Schlagfläche ist optimal. Beginne ich jetzt mit den Handgelenken zu winkeln und ich winkle sie so, dass das Griffende circa zur Ball-Ziellinie zeigt. Ist der Schläger in dieser Position, nennt man das zu steil, dann ist das nicht optimal und auch zu flach, wenn der Schläger in diese Richtung zeigt, ist auch nicht gut. Das kann man sehr schön sehen, wenn man eine iPhone-Kamera nimmt und von hinten filmt, ob der Schläger da in die richtige Richtung zeigt. Wenn der Schaft bei parallel ist, ist das auch die Phase, wo der Körper bereits beginnt, zurück nach links zu gehen auf den linken Fuß. Viele Amateurgolfer glauben, dass man hinaufschwingt und dann erst nach links geht. Aber es ist so, dass man bereits, wenn der Schaft hier circa ist, schon bereits beginnt mit der lateralen Bewegung auf den linken Fuß. So, und jetzt wird es interessant. Jetzt sind wir hier oben angelangt. Ich habe gesagt, dass bereits der Druckschuh bereits unterwegs ist auf den linken Fuß. Das heißt, wir sind ganz kurz eigentlich gegenläufig. Der Schläger schwingt noch hinauf und ich gehe schon nach links. Und da beginnt das Becken zu drehen und der Oberkörper fast gleichzeitig mit. Das linke Knie, das zuerst ein bisschen herinnen war, beginnt jetzt sich zuerst ein bisschen heraus nach links zu bewegen. Und das gestreckte Knie beginnt wieder in den Originalflex zurückzugehen. Das schaut ungefähr so aus. Also ich bin hier oben, Knie geht nach links und ich bin jetzt wieder im Originalflex. Normalerweise ist das auch die Phase, wo der Schläger automatisch, sagt man, ein bisschen abflacht. Ist der Schläger erst wieder mal bei parallel zum Boden angekommen, kannst du sehen, dass die Schlagfläche wieder ein klein wenig hinunter zeigt in diese Richtung. In dieser Phase möchte ich nicht, dass die Schlagfläche irgendwie hinauf oder sogar nach hinten zeigt. Du kannst auch sehen, dass mein Handgelenk dann in einer sehr ungünstigen dorsalen Stellung wäre. Und das wollen wir auf keinen Fall. Man sollte in der Phase schon ja, mehr oder weniger einen flachen Handrücken oder sogar leicht gebeugten Handrücken haben. Und vielleicht fällt auch auf, dass mein Körper bereits gedreht ist zum Ziel. Mein Becken zeigt schon zum Ziel. Mein Oberkörper zeigt zum Ziel. Wenn der Schaft parallel zum Boden ist, dann ist das auch die Stelle, wo der Körper zum Strecken beginnt, wenn er es noch nicht hat. Also irgendwo zwischen hier und hier beginnt der Körper mit seiner Streckbewegung und man drückt sich vom Boden mehr oder weniger hinauf. Dadurch geht die linke Schulter nach hinten und rauf. Was dann wiederum, wenn ich dann in die Treffmomentzone komme, mir hilft, die Hände rauf und hinein zu bewegen. Der Schläger klappt auf und ich treffe den Ball mit einem mehr oder weniger flachen Handrücken, bevor er sofort danach wieder in diese dorsale Stellung zurückgeht. Das heißt, der Schläger und die Hände gehen nach dem Treffmoment nicht gerade weiter, sondern sie gehen nach links und hinauf. Und das machen alle guten Spieler. Noch eine weitere Sache passiert, wenn der Schaft bei circa parallel zum Boden ist. Das Becken und der Oberkörper sind ja mehr oder weniger in derselben Rate bis dahin nach links lateral gegangen. Aber jetzt passiert Folgendes, das Becken wird jetzt mehr oder weniger hier bleiben und der Oberkörper wird aber, wenn die Streckung kommt, zurückgehen. Und er wird ungefähr ja, 5, 6, 7 cm retour gehen, beim Driver ist es sogar noch ein bisschen mehr. Und das eben ist auch notwendig, um diese schöne Position zu bekommen, wie soeben erwähnt. Jetzt in der Durchschwungphase sieht man bei allen guten Spielern, dass die Arme sehr gestreckt sind. Also spätestens hier sind beide Arme wirklich gestreckt. Aber das Lustige ist, es passiert eigentlich nicht deswegen, weil man versucht, krampfhaft die Arme gestreckt durchzuhalten, sondern es ist so, dass der Schlägerkopf eigentlich so eine Energie erzeugt, dass der eigentlich wegfliegen möchte. Und was ich als Golfer ja eigentlich jetzt tue in dem Moment, ist es, dass ich am Griffende mich festhalte, damit der Schläger, der gerade mich wegzieht, dass ich den quasi zurückhalte. Jetzt machen die Hobbygolfer hier einen großen Fehler. Und zwar, sie ziehen dann mit den Ellbogen zum Körper hin
Und manchmal beginnen sie auch damit zu früh und dann toppen sie den Ball oder haben andere Fehlschläge. Die Profigolfer ziehen an dem Griffende in diese Richtung, indem sie eben den Oberkörper, wie ich so eben erwähnt, nach hinten ziehen und die Schulterblätter auch nach hinten ziehen. Und das ist ungefähr so, wie wenn ich Wasserski fahre und mich am hinten festhalte. Das ist ungefähr das Gefühl, was ich habe, wenn ich mich in dieser Position befinde. Und erst jetzt hier beginne ich dann, die Ellbogen wieder zu falten. Und man sieht bei den meisten guten Spielern eigentlich nur ein kurzes Finish, ungefähr hier. Man sieht nicht diese extrem überdrehten Finishes, vielleicht auf der Damentour ein paar junge Mädels, aber sonst sieht man das eigentlich eher selten. Also ist auch für mich keine Notwendigkeit, so weit durchzuschwingen. Was man aber schon sieht, ist, dass das Becken und der Oberkörper zum Ziel gedreht sind, dass der rechte Fuß etwas in der Höhe ist, ungefähr so. Die Knie sich hier berühren und ich mehr oder weniger balanciert am Schluss dastehe. Ich bin überzeugt, dass in diesem Video Sachen waren, die deinem Golfspielen helfen können. Und wenn du auch in Zukunft nichts versäumen willst, dann würde ich dich bitten, hier drüben meinen Kanal zu abonnieren. Und hier unten hast du auch noch zwei weitere Videos, die dir vielleicht auch gefallen. Also bis bald. Tschüss.